Hier vorne steht Andreas Schiebeck und er wird uns etwas überzählen über die Migration von Typo-3-Zyklonen. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Ich versuche heute einen kleinen Überblick, einen kleinen Erfahrungsbericht darüber abzuliefern, was nötig ist, um Typo-3-Zyklon zu migrieren. Also mir als Überzeugungstäter natürlich in die richtige Richtung, ein bisschen dem Trend entgegen. Der besondere Fokus liegt hier auf Transmogrifiern. Ich möchte ein bisschen vorstellen, wie Transmogrifier einem helfen können, diese immer wiederkehrenden Aufgaben, die einem gestellt werden bei einer Migration, wie man die flexibel zusammensetzen kann und immer wieder neu wiederverwenden kann. Kurz zur Ausgangssituation des Kunden. Mehrfaches Eindringen, es gab mehrfaches Defacement, Inhalte wurden verändert, also er war auf jeden Fall aufmerksam für das Problem, dass das Typo 3 möglicherweise dann ins Haus bringt. Es gab zudem ein paar technische Probleme, es gab so Stabilitäts-Performance-Probleme rund um die Virtualisierungsschicht, auf der das System betrieben wurde. Es gab eine relativ hohe IO-Last, wurde hervorgerufen durch eine ungewöhnlich große Datenbank. Auch da liegt die Ursache in einem Modul, das dort verwendet wurde, das immer wieder die Datenbank in schneller Zeit sehr stark anwachsen ließ. Und es gab so ein paar Altlasten, die der alte Dienstleister schon mitgebracht hatte. Es gab keine entsprechenden URLs, das hat dem Kunden nicht gefallen. Es gab immer wieder Indexprobleme. Also es gab für den Kunden konkret das Problem, dass eben Inhalte nicht so aufgefunden werden konnten, wie er das gerne hätte. Die Website ist eine Kommunikationsplattform gewesen. Ein bundesweiter Verband hat da seine Nachrichten, seine Inhalte transportieren wollen. Es gab ungefähr 2000 Benutzer, die im Frontend in irgendeiner Form beschränkten Zugriff hatte. Es gab etwa 100 Redakteure, die aktiv an der Seite mitgearbeitet haben. Und es gab auch ein ausreichend hohes Volumen an Inhalten, die eine automatisierte Migration wirtschaftlich begründet haben. Also es gab, ich kann leider sozusagen das Problem, die Seite haben wir etwa Mitte 2010 migriert. Ich habe versucht nachzuvollziehen, wie viele Inhalte genau es waren, die zu migrieren waren. Ich möchte nicht lügen, aber es waren ausreichend viele, es waren hauptsächlich Seiten, es waren Nachrichten aus diesem Standardmodul TT News und es waren Veranstaltungen und Termine aus TT Cal. Der Wunsch des Kunden war relativ klar, er möchte das CMS möglichst nahtlos durch Plon ersetzen, er möchte alle Inhalte in jedem Fall auch im neuen Plon verfügbar haben. Es war ihm zwar bewusst, dass möglicherweise eine Nachbearbeitung stattfinden muss, aber er wollte auf jeden Fall den kompletten Inhalt migriert haben. Er wollte die Benutzerprofile konsolidieren. Parallel wurde ein Open Exchange betrieben, das den kompletten Benutzerumfang in einem LDAP hinterlegt hatte. Gleichzeitig gab es eben in Typo 3 die 2000 Benutzer im Frontend. Es gab zusätzlich die Backend-Benutzer in einer separaten Benutzerverwaltung und es gab auch noch eine Mitgliederverwaltung, die auch noch im Typo 3 gepflegt wurde. Prinzipiell reden wir aber immer über die gleichen Benutzer, von daher sollten die an dieser Stelle dann konsolidiert werden. Die Schulung, die für die Redakteure noch stattfinden sollte, wurde verbandsintern geregelt. Wir haben nur eine kleine Schule für Multiplikatoren angeboten, die dann diesen Umstieg von der Pflege des Typo-3-Systems vorgenommen haben. Das war sozusagen, an der Stelle war dann unser Job beendet. Anforderungen an Plon waren vollständige IE6-Kompatibilität. Und Schreck und Graus. Es ist tatsächlich so, dass also nahezu alle Benutzer auf dem System damals und auch noch immer mit dem IE6 auf das System zugreifen. Es sollte moderierbare Kommentare geben. Das war zu dem Zeitpunkt mit Plon Up Discussion möglich.
Und es gab die üblichen Anforderungen rund um Fotoalben, RSS-Integration, Videos. All das konnte irgendwie mit Standard Plon-Modulen, mit Add-ons, die breit verfügbar sind, realisiert werden. Es gab und sollte wieder geben einen recht aufwendigen Registrierungs-Workflow. Da geht es um eine Registrierung am System, die im Hintergrund tatsächlich die Mitgliederverwaltung für diese Organisation war. Es ging da um unterschiedliche Berechtigungen für die unterschiedlichen Systeme, also für Plon, für Open Exchange. Und genau diese Benutzerquelle, die im Hintergrund gebildet wurde, also im Hintergrund wurden diese ganzen Datenbanken, diese ganzen Benutzerquellen zentralisiert. Das heißt, es wurde einmal glatt gezogen, dass alle Daten auch wirklich einmal zentral in diesem LDAP für das neue Open Exchange System verfügbar waren. Und dieser LDAP sollte dann nahtlos in den Plon eingebunden werden, sodass jeder Benutzer dort auch die Möglichkeit hat, dann parallel seine Daten zu pflegen. Soweit ganz gut. Von der Plon-Seite keine große Herausforderung. Es geht mehr um Theming, es geht um die Integration von ein paar Zusatzfeatures, von ein paar Add-ons. Aber wie migrieren wir? Das war unsere Frage, vor der wir standen. Erste Möglichkeit, wir schreiben das Ente-Skript über Webcrawling, über direkte Auswertung der Datenbankinhalte, über irgendeine Beautiful Soup und wie sie alle heißen, Module, um irgendwie an valide und saubere Inhalte zu kommen, die wir dann in irgendeiner Form weiterverwenden können. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, diese Skripte neigen dazu, dass sie ja virulent wachsen. Prinzipiell gibt es immer die gleichen Anforderungen, immer die gleichen Module, wenn es darum geht, diese Inhalte dann in den Plon zu schreiben, irgendwo anzulegen. Das wird dann per Copy and Paste gelöst, in Ermangelung von einem richtigen Framework. Und nachdem man dann über Wochen wirklich intensiv an so einem Skript gearbeitet hat, das x-mal ausprobiert hat, möchte es eigentlich niemanden mehr anfassen, weil man dann glücklich ist, die Migration irgendwie über die Bühne gebracht zu haben. Für uns war deswegen klar, nein, diesmal wollen wir es anders machen, diesmal wollen wir es richtiger machen. Der Lennart Regebro hatte, das war Mitte 2010, kurz zuvor in Budapest einen sehr interessanten Talk gehalten, da ging es um Transmogrifier. Er versprach, man kann mit weniger Schmerzen migrieren. Das war genau unser Stichwort, genau unser Anhaltspunkt. Wir haben uns gesagt, wenn nicht wagt, der nicht gewinnt, das probieren wir einfach mal. Wir haben eine kurze Evaluationsphase mit dem Kunden vereinbart und konnten dann auch einfach mal loslegen, einfach uns mal ein bisschen in Transmogrifier einarbeiten. Ja, das war von Erfolg gekrönt. Es gab tut mir leid, ich mache es nur schlimmer. So, ich hoffe, ich habe es behoben. Genau, also es gab diese kurze Phase, in der wir die Möglichkeit hatten, einfach mal einen Blick auf Transmogrifier zu werfen und abzuschätzen, ob das den Anforderungen genügen kann. Das ging relativ fix. Wir wussten, Transmogrifier bietet prinzipiell eine konfigurierbare Pipeline. Also genau das, was ansonsten fehlt. Ich kann all die kleinen Tasks, die ich während so einer Migration zu erledigen habe, in einzelne Module auslagern und kann die dann sehr kundenspezifisch und sehr spezifisch an dem jeweiligen Migrationsproblem anwenden. Ich kann die in der Pipeline organisieren, anordnen
und haben auf diese Weise die Möglichkeit, an diesem eigentlich komplexen Vorgang darauf zu reagieren, indem ich lauter kleine Tasks bilde, die ich wiederverwenden kann und die eben ganz spezifisch an dem einzelnen Migrationsprojekt anzuwenden. Der zweite große Vorteil bei Transmogrifiern ist, es gibt einfach schon eine große Anzahl von fertigen Transmogrifiern, die mir diesen ganzen Plonen-Kontext schon abnehmen. Also es gibt ganz viele Aufgaben, die ich immer wieder mache im Plonen. Ich normalisiere immer wieder URLs, ich lege immer wieder UID-Links an, ich muss irgendwelche Objekte irgendwo konstruieren, ich muss diese Objekte irgendwo in der ZODB anlegen. All das gibt es schon fertig. Es gibt da neben Collective Transmogrifier auch ein paar andere Projekte von anderen Anbietern, die dann einfach die Möglichkeit haben, diesen kleinen Schnipsel, dieses kleine Feature von der Migration hinzuzufügen. Bestimmt ja die Reihenfolge nicht mehr. Das gibt's doch nicht. Schematisch dargestellt einmal, wie funktionieren Transmogrifier? Die basieren prinzipiell auf diesen einzelnen Sections. Das heißt, ich habe einen einzelnen Auftrag, einen einzelnen Task, den ich machen will, während meines Migrationsdurchlaufes, während meiner Pipeline. Und ich durchlaufe einfach Schritt für Schritt jede einzelne Section und in jeder einzelnen mache ich genau einen definierten Task, eine definierte Transformation der Inhalte, sei es, dass ich Links anpasse, sei es, dass ich irgendwelche Manipulationen am Text vornehme, all das kann ich in jeweils ein einzelnes Modul auslagern und es auf diese Weise wiederverwenden und beim nächsten Projekt, bei der nächsten Anforderung irgendwie anders zusammenstückeln. Hier mal nur schematisch dargestellt, die Quelle und das Ziel des Ganzen. Prinzipiell habe ich natürlich die Möglichkeit, auch in jeder Section aus multiplen Quellen oder auch mal wieder aus einer anderen Quelle von irgendwo Informationen zu holen und sie in diese Pipeline zu integrieren, um sie dann zu einem späteren oder auch wieder beliebigen Zeitpunkt wegzuschreiben. Ein klein bisschen technisch wird's, kleiner Einblick davon, was eigentlich nötig ist, um so eine Pipeline, so eine Transmogrifier-Pipeline jetzt wirklich aktuell und effektiv verwenden zu können. Im Prinzip baue ich mir ein eigenes Produkt, das heißt jetzt hier Customer Import. Das ist ein ganz einfaches Standard-Plon-Produkt. Dieses Customer Import enthält in der bekannten INI, im bekannten INI-Format die Transmogrifier-Pipeline. Die besteht jetzt hier nur aus drei Sections, also drei Stationen werden abgearbeitet im Verlauf der Migration. Und ich definiere einfach für jede einzelne Section, was genau ist das für ein Blueprint, den ich da verwenden will. Der Blueprint, das ist die Blaupause, also genau das, was eigentlich dann in dem spezifischen Schritt dann wirklich konkret gemacht wird. Hier als Beispiel der letzte Punkt, das ist SafePoint. Das kommt aus Collective Transmogrifier und das tut nichts anderes, als bei jedem 50. Durchlauf einfach einen SafePoint in der ZODB zu setzen. So habe ich die Möglichkeit jetzt hier, mir flexibel meine Pipeline zusammenzustellen. Ich muss die Pipeline noch registrieren im ZCML. Und ich muss jetzt dafür sorgen, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt während der Installation ausgeführt wird. Das kann ich hier über einen Setup-Händler machen. Passiert nichts Aufregendes, wird ganz zum Schluss in der letzten Zeile einfach nur angesprochen, welche Pipeline möchte ich da jetzt explizit ausführen. Auch da sind es dann nachher mehrere. Jetzt wissen wir das all, also sozusagen wir standen jetzt vor der Situation, dass uns Transmogrifier nicht nur ein Framework bietet, das flexibel zusammenzusetzen, sondern eben auch den ganzen Plon, so die Plon Basics wirklich schon abnimmt, weil Collective Transmogrifier da schon eine ganze Menge für uns tut. Jetzt im konkreten Fall, wir migrieren jetzt einen Typo 3, war für uns die Frage, was brauchen wir jetzt eigentlich noch, um dieses konkrete System zu migrieren? Das sind zum einen die ganzen Quellen, das heißt, ich brauche in irgendeiner Form einen Blueprint, der mir aus der Datenbank die wirklichen Daten liefert für die News, für die Pages,
für die Kalender. Ich brauche Konstruktoren, die mir dann die schmutzige Arbeit abnehmen, wirklich aus diesen Daten, die ich in den Quellen gewonnen habe, dann wirklich Plonobjekte zu konstruieren, welche Inhalte, welche Attribute sollen eigentlich wohin. Eine ganze Menge Arbeit fließt in Fixes. Das heißt also, ich muss, das stelle ich immer wieder fest, während der Verarbeitung Fehlerkorrekturen vornehmen, gerade im Umfeld von Typo 3, was häufigst aus einer MySQL kommt, gibt es ganz viele Probleme rund um Codierung. Es gibt immer wieder Unterschiede in den Codierungen, je nach Zeile. Das ist ein ganz aufregendes Thema. Eigentlich stimmt es nie. Ich muss möglicherweise nochmal Links anpassen, nochmal fixen. Und ich muss noch so ein paar Integrationen in Plon einfach liefern können. Das ist zum Beispiel das Setzen von Related Items, zum Beispiel das Hinzufügen von Kategorien. Diese ganzen Funktionen gibt es ja innerhalb von Plon. Also ich kann Beziehungen zwischen Objekten herstellen, ich kann Kategorien setzen, ich kann Diskussionen an Objekten ganz konkret hinterlegen. All das muss ich natürlich auch irgendwie von der ursprünglichen Quelle, von der Datenbank jetzt in den Plon bekommen. Ja, bin ich soweit, muss ich einen Blueprint schreiben. Ist überhaupt nicht aufregend. Prinzipiell ist ein Blueprint nicht mehr als die Nutzung von Pythons Generators von einer Klasse, die ein spezielles Interface implementiert, nämlich hier IceSection. Und es geht eigentlich, den ersten Teil muss ich eigentlich gar nicht unbedingt wissen. Wichtig ist, es geht prinzipiell nur um ein Dictionary vom Typ, das Item heißt. Ich habe jetzt hier rechts mal so als Boilerplate genau den Inhalt gepostet, den man so minimal braucht, um so ein Blueprint zu erstellen. Also Sie sehen, da ist prinzipiell nichts, was da passiert. Der spannende Teil passiert unten rechts. Es gibt dieses Iter, wo ich sozusagen über alle Objekte einmal iteriere. An dieser Stelle kommt jedes einzelne Objekt, das ich verändern will, jedes einzelne Objekt, das ich migrieren will, zu irgendeinem Zeitpunkt in der Chain vorbei. Und da Item genau das einzige Objekt ist, das ich die ganze Zeit über bearbeite und da es nur ein Dictionary ist, kann ich relativ einfach Manipulationen vornehmen. In diesem Fall setze ich jetzt einfach den Creator bei jedem Objekt, das die Pipeline passiert, auf Bob. Prinzipiell kann ich das mit allen anderen Attributen auch machen. Es gibt da ein paar Konventionen. Zum einen ist es so, dass alle Dinge, die im Key einen Unterstrich enthalten, wie zum Beispiel hier links angedeutet Path, die werden intern von Transmogrifiern verwendet, um irgendeine Operation durchzuführen. Zum Beispiel ist Unterstrich Path eben der Ort, an dem schlussendlich dieses Item erzeugt werden soll. Es gibt noch so ein paar andere Transition zum Beispiel, um irgendeine Workflow-Transition durchzuführen. Und alles, was eben nicht mit Unterstrichen beginnt, ist effektiv ein Attribut, das nachher dann in dem Plon-Objekt landet. Jetzt wird es ein bisschen schmutzig. Jetzt muss ich nämlich tatsächlich zum ersten Mal wirklich das machen, was das eigentliche Problem bei der Integration darstellt. Ich muss irgendwie diese Inhalte aus dem alten System bekommen und muss sie jetzt irgendwie in eine brauchbare Form verwandeln. Ich habe das hier links mal kurz angedeutet. Typo 3 ist jetzt nach unseren Erfahrungen nicht ganz leicht nachzuvollziehen, wo Daten da eigentlich herkommen. Also das System, ich sprach darüber, war noch nicht allzu alt. Trotzdem war es so, dass die Datenbankstruktur schon, sagen wir mal, einige Merkwürdigkeiten aufwies. Während der Migration werden häufig Spalten kopiert, alte Spalten dagelassen. Jedes Add-on, das Sie installieren, fügt einfach sozusagen die Informationen, die es gerne in der Datenbank hätte, da einfach drauf los, einfach hinten an. Das sorgt dafür, dass man häufig das Gefühl hat, man weiß eigentlich gar nicht so richtig, das sind mehrere Daten, Datumsfelder, welches ist denn jetzt eigentlich das, was ich gerne verwenden will, welches verwendet Typo 3 jetzt eigentlich effektiv. Das ist nicht so leicht rauszufinden. Für uns war es viel Reverse Engineering, also wir mussten sozusagen immer wieder Trial and Error machen, wir mussten immer wieder gucken, welches Datum könnte es jetzt sein, das wir da verwenden wollen, inwiefern deckt sich das mit der Darstellung von Typo 3, dann verwenden wir das jetzt. Das ist das eine Problem. Diesem Problem begegnet Transmogrify aber ganz gut, weil ich kann die Chain immer wieder durchlaufen lassen, ich kann immer wieder Veränderungen durchführen. Ich habe immer wieder nur die kleine Modifikation an meinem Dictionary-Item, das ich dann wirklich anpacke und wirklich verändern muss, lasse das durchlaufen und schon wieder habe ich ein konkretes Ergebnis. Die zweite Sache, wo es ein bisschen schmutzig wird, ist, dass Typo 3
nicht so stark getypte Seiten kennt. Also in der Plon-Welt hat ja jedes Objekt eine ganz starke Typbindung, eine ganz starke Relation dann zu den Attributen, die da dran sind. In Typo 3 sind eigentlich fast alle Seiten wirklich Seiten. Die abweichenden Objekte sind dann irgendwie Seiten mit Zusatzinformationen. Also Kalender zum Beispiel, sozusagen, die bereiten dann irgendwie das Ganze auf. Aber hauptsächlich bestehen alle Objekte eben aus multiplen Elementen, das habe ich hier rechts oben mal angedeutet, und diese Elemente sind dann in irgendeiner Form getypt. Das sind hier zum Beispiel Header, Textpick, Text, Image, Multimedia. In Typo 3 kann ich die Seite aus diesen Elementen zusammensetzen und ich muss natürlich dann für jedes einzelne von diesen Elementen irgendwie eine Transformation vorsehen und ich muss auch dann damit umgehen können, aus diesen Einzelschnipseln, das ist teilweise Text, teilweise HTML, teilweise gemischt mit Typo 3 internen Strukturen, muss ich dann irgendwie eine valide, eine anständige Seite zusammenbasteln. Das müsste ich bei jeder anderen Migration auch tun. Das Tolle beim Transmogrifying ist jetzt hier, ich kann mich wirklich auf die Aufgabe konzentrieren, ich kann das Ganze nochmal durchlaufen lassen, ich kann nochmal den Kunden draufschauen lassen, ist das Ergebnis, was er sich hier wünscht, und im Zweifel kann ich relativ schnell nachbessern und es einfach nochmal machen. Kurzer Ausblick, ich vorher erwähnt Structure Source, also wir haben einen Blueprint gebaut, der die Struktur der Seite explizit untersucht. Wofür brauche ich das? Ganz konkret bei einer Typo 3 Migration. In Typo 3 kann eigentlich jede Seite, jedes Objekt auch Kind-Objekte enthalten. Es gibt also nicht dieses Konzept von Plon, dass nur Teile der Inhaltstypen folderisch sind, sondern prinzipiell kann das jede Seite. Und wir sind dem Problem so begegnet, dass wir einfach die Struktur aufgelöst haben. Also wir haben zunächst einmal für jede Seite einen Ordner angelegt, um dann die Möglichkeit zu haben, darunter dann auch Subobjekte anzulegen, haben dann mit gleichem Namen ein entsprechendes Objekt, also eine Seite, ein News-Event angelegt und die dann auch als Standardseite gesetzt, sodass nachher im Endergebnis die Navigationsstruktur fast 1:1 umgesetzt war. Unserer Erfahrung nach bieten die Transmogrifying jetzt eine hohe Flexibilität für den Kunden. Es war unser erster Versuch, das habe ich erwähnt. Der Kunde konnte relativ gut Änderungswünsche an uns herantragen, die wir mit relativ geringem Aufwand auch umsetzen könnten. Es gab zum einen die Anforderung, Objekte zu verschieben. Im Ursprungssystem waren News durchaus verteilt, die sollten nachher an einem Ort zentralisiert werden. Das kann ich einfach machen, indem ich in die Pipeline einen Blueprint hänge, der den Pfad, also das Item Path kurz verändert. Schon habe ich erreicht, was der Kunde möchte. Es gab viele Modifikationen des Titels. Also es gibt gerade bei so gewachsenen Systemen Merkwürdigkeiten, was die Inhalte angeht. Also es gab teilweise Titel, die HTML enthielten oder gequotete Entities und merkwürdige Windows-Zeichen. All das konnten wir während der Migration relativ leicht entfernen, indem wir das einfach ersetzen konnten. Und zum Beispiel Änderungen wie, ich möchte jetzt doch nicht, dass die Keywords integriert werden. Als wir unseren Migrator so ein bisschen gebaut haben, haben wir natürlich auch geguckt, welche Informationen gibt es im Typo 3, welche können wir jetzt im Plon weiterverwenden. Das waren eben die Keywords. Die wollte er zum Schluss nicht mehr. Nichts leichter als das. Ich migriere in meiner Chain einfach die Keyword-Section aus, schon habe ich keine Schlüsselworte mehr im Endergebnis. Die Abrechnung. Also für dieses Projekt haben wir jetzt 4 Pipelines insgesamt gebaut. Das waren Pipelines, die diese Struktur aufgebaut haben, im Vorwege die Seiten angelegt haben, die News angelegt haben, die Events angelegt haben. Je Pipeline hatten wir so 10 bis 15 Sections. Das sind teilweise auch Aktualisierungen, das sind diese ganzen Fehlerbehebungen, das sind Standards wie Anlegen, UID-Verlinkungen, das Generieren von validen Links aus den im Typo 3 intern genutzten Linkformat. Und daraus entwickelten sich dann so 15 generische Typo 3 Blueprints und 4
kundenspezifische Updates, also so kundenspezifische Anpassungen, da vielleicht mal so als Verhältnis, wie sich das verhält. Also 15 Blueprints davon glauben wir in einem späteren Projekt wiederverwenden zu können, einfach so. Und nur 4 kleinere Anpassungen waren nötig, um diesem Kunden ganz konkret und ganz speziell gerecht zu werden. Es gab ungefähr gefühlte 15 Millionen Reimports, die ich durchgeführt habe. Alle davon waren völlig unkritisch. Also es war immer wieder so, ich muss nicht mehr tun, als den Blueprint anpassen, Sections auskommentieren, das Ganze einmal nochmal drüber laufen lassen. Die Blueprints sind so intelligent, dass sie nur Objekte ändern, die wirklich geändert wurden, nur neue anlegen, die ich jetzt hinzufügen will, alles andere in Ruhe lassen. War völlig unkritisch. Immer wieder konnte ich über das bestehende System das Ding laufen lassen. Der Kunde konnte sich direkt anschauen, was hat sich geändert, wurde meinem Problem da irgendwie Genüge getan. Ja, unser Fazit zu Transmogrifiern. They can do the job. Also absolutes Plädoyer dafür, das mal auszuprobieren. Es funktioniert wirklich gut. Die Migrationen, die wir gemacht haben, sind flexibel, sie sind wiederzuverwenden, sie sind wartbar. Also dieses ist das einzige Migrationsprojekt, was ich so sagen würde, wo ich gerne nochmal einen Blick drauf werfen würde. Das würde ich bei den anderen geskripteten Lösungen lieber nicht tun. Aber hier der klare Hinweis, sozusagen der Aufwand gerade beim ersten Mal ist nicht zu unterschätzen. Also die Technologie war zu dem damaligen Zeitpunkt relativ schlecht dokumentiert. Sie funktioniert schon anders, aber wenn ich erstmal diese Einstiegshürde genommen habe, verstanden habe, wie die Chain funktioniert, funktioniert das Ganze ganz hervorragend. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Andreas. Gibt es Fragen zu diesem Thema? So, also ich kenne den Transmogrifier noch nicht, also was man noch alles damit anstellen kann. Jetzt hatten wir das Typo-3-Thema. Bei uns ist eher noch das Problem uralt Clone-Site. Was ist da sozusagen besser? Verschwende ich viel Gehirnschmalz, um eine Original-Clone-2-Site sozusagen nach Clone-4 zu migrieren? Oder gibt es auch schon sozusagen vorgefertigte generische Typen, um jetzt, dass ich mir das Leben vielleicht leichter mache, indem ich die per Transmogrifier nach Clone-4 transformiere? Also es gibt Migrationen zwischen Clone-Versionen mit Transmogrifier. Es gibt auch Leute, die das benutzen. Ich persönlich war noch nicht in der Situation, dass ich das auf die Idee gekommen wäre, das so zu tun. Also man muss ja sagen, dass die Standard-Migrationspfade, die Clone immer vorsieht, doch recht gut funktionieren. Und solange ich in diesem Thema bleibe, würde ich sagen, benutze ich die. Immer dann, wenn es mir darum geht, eigene Anpassungen, eigene Typen in irgendeiner Form veränderte Objekte zu migrieren, dann würde ich tatsächlich jetzt auf Transmogrifier setzen. Das ist genau die Frage, weil wir sozusagen viele Backports haben, also Implementationen, die eigentlich Clone 4 nativ unterstützt sozusagen und den Weg dann, also dass man wieder zurück auf native Implementationen kommt von Clone 4, also dass man weniger Arbeit hat mit seinen lokalen Modifikationen praktisch. Ja. Okay. Also, gibt es weitere Fragen? Wie hoch war jetzt der Aufwand wirklich, bis die ganze Kette mal so sauber durchlief, wie es sich der Kunde gewünscht hat und wie viele Objekte sind dann effektiv am Ende rausgekommen? Also wo siehst du da einen Schwellenwert, ab wann sich der Aufwand in so eine Lösung lohnt? Also so im Nachhinein sehe ich den Aufwand geringer. Also man muss hier sagen, das war unser erster Versuch. Ich bin überfragt, wie viel Entwicklungszeit wirklich effektiv zum Ende da reingeflossen ist. Ich würde sagen, es war nicht unerheblich. Ich weiß nicht, ob Andreas da Zeit vor Ort steht. Hast du? Ja, der Aufwand war schon, sagen wir so, er wollte nicht Ich hätte noch eine zum Ausgangsmaterial. Ich habe deinen Vortrag an der Stelle so verstanden, ihr habt wirklich Python genommen, um dann auf die SQL-Datenbank draufzuschauen.
Habt ihr mal die Option überlegt, das Ausgangssystem selber im Prinzip die Anfangsstruktur schreiben zu lassen, also wirklich Typo 3 zu nutzen, um irgendeinen Export zu erstellen und dann mit Transmoglifier drauf zu gehen? Sollte ja im Prinzip eigentlich Jacke wie Hose sein. Sollte möglich sein. Ich denke, wir haben uns zum Schluss dann entschieden für das, was wir kennen. Also ich musste mich sozusagen mit Typo 3 auseinandersetzen, ich musste mich da ein bisschen einarbeiten. Ich hatte relativ schnell das Gefühl, dass ich da nicht weiterkomme, dass es da die Dokumentationslage nicht gut war. Ich habe schon, während ich das System analysiert habe, konnte ich im Forum schon Fragen beantworten, die offensichtlich seit Jahren niemand anders beantworten konnte. Das war für mich ein ganz klares Bild, was da eigentlich geschieht. Wenn Sie einen Blick werfen auf die Datenbankstrukturen, auf die Codestrukturen, dann ist Ihnen klar, das sind andere Welten. Also sozusagen, da sind andere Menschen, die Basis ist sehr viel breiter als bei Plon. Das muss man so anerkennen, das ist so. Es hat auch eine sehr große Verbreitung. Das ist etwas, das möchte ich dann irgendwann nicht mehr. Also, du hast kurz erwähnt, dass ihr 14 Pakete habt, die ihr glaubt, generisch verwenden zu können. Sind die verfügbar? Das würde ja die Chance erhöhen, dass man herausfindet, ob sie generisch verwendbar sind. Berechtigte Frage. Genau die Diskussion ist bei uns eben auch in Vorbereitung auf diesen Talk wieder hochgekommen. Mein Wunsch wäre, sie verfügbar zu machen. Ich denke auch, dass das problemlos möglich war. Wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, wie wir das jetzt so lösen konnten, damit es noch heute verfügbar wäre. Das Fazit war, vor dem Hintergrund, dass das System schon vor fast 2 Jahren migriert wurde und auch Typo 3 sich mit Sicherheit in irgendeiner Form verändert oder weiterentwickelt hat, wollten wir das Ganze nicht, sozusagen alle Nutzer nicht ins kalte Wasser springen lassen, sondern zumindest einmal eine Dokumentation abliefern, zumindest einmal überprüfen, mit welchen Versionen funktioniert das jetzt definitiv, sodass man zumindest weiß, wo man mal starten kann. Und die Frage ist auch, ob wir unser Produkt, das jetzt natürlich für das Haus entwickelt worden, nicht vielleicht einfach in eine Struktur überführen, um es im Collective irgendwo zu veröffentlichen, damit wirklich auch Leute das mal anschauen können, auch mal ihre Erfahrungen mitteilen können, weil es ist, für uns war es wirklich Reverse Engineering. Also es nützt nichts. Nichts davon ist getypt, nichts davon ist definiert. Es ist immer Trial and Error. Ja, also wenn der Wunsch sehr groß ist, immer herantragen, dann kann das mit Sicherheit möglich gemacht werden.